Ist das nicht einfach normalerweise ein kompletter Weg nach unten? So eine Wendeltreppe. Komm, ich brauche dich nicht, Genesis. Das habe ich eben auch schon gesagt. Aber 3x7 hätte... Ja, du brauchst nur nicht fragen. Stufe 3, 25. Da sieht man auch direkt, die Schläge sind stärker geworden. Was für Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel bekommen. Sargschlüssel, ein Schlüssel für einen Sarg. Oh Gott, ich weiß, was das für ein Schlüssel ist. Soma erhalten, okay, gut. Ich sehe gar nichts mehr. Oder so ein Sahagin. Ja, Sissene, sag ich nicht nein. Sissene, warte mal. Kriegt Zang den Anzug eigentlich immer? Hattest du etwa auf Badehosen gefreut? Ich frage mich nur, ob dem nichts heiß ist. Was habt ihr? Die Zeit drängt. Ist einfach zu cool, was? Counter. 267. Okay. Weil das gibt immer gute Sachen. Yeah, I'm on fire now. Und töte. Oh, yeah. Noch ein Sargschlüssel. Was? Es gibt mehr als einen? Viele muss ich denn? Oder... Ja, es gibt mehr als einen. Viele Dinge habe ich denn? Phoenixfedern. Ich glaube gar keine einzige mehr, ne? Das ist doof. Aber ich habe ja noch eine, die quasi aktiv ist. Da kam man her. Ich habe gerade gesehen, da ist eine Leiter. Hier rechts ums Eck. Oh Gott. Ich brauche 3 Metzen. Oder 3 Tomberry. Der tut mir nämlich jetzt weh, wenn ich jetzt nicht irgendwie was habe. Okay. Guck mal, die Sieg. Ja, nice. Stufe 27. Weil der hätte mir jetzt weh getan, hätte ich da nicht geblockt durch eben diese Fähigkeit hier. Zack. Und einen Sargschlüssel erhalten. Wie viele gibt es denn von den Dingern? Was steht denn da eigentlich bei den Sargschlüsseln, wofür die gut sind? Sargschlüssel, ein Schlüssel für einen Sarg. Okay. Hier ist nämlich eine Leiter. Die wollen wir nämlich runter. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen, weil die sind wirklich ein bisschen versteckt teilweise, die Leitern. Okay, da ist ein Tor. Also hier gibt es ein paar Tore. Oh Gott. Und du bist tot. Und ein Sargschlüssel. Ich möchte erstmal das Tor hier öffnen. Was auch immer das macht. Also, was ist hier drin? Särge. Ich habe ja ein paar Schlüssel dafür. Erstmal öffne ich die Truhe hier. X-Potion. Ich öffne... Den kann ich nicht öffnen. Dann untersuchen wir den hier mal. Der lässt sich so nicht öffnen. Da brauche ich wohl einen Sargschlüssel. Klar. Gut. Activating Combat Mode. Das wollte ich auch. Und nicht irgendwie... Ein Charakter, der mich interessiert. Da wollte ich raus haben. Nein, ich wollte Käfer raus haben. Ich habe, glaube ich, 4 Sargschlüsse, deswegen können wir hier mal. Aber ich glaube, wir können nicht alle sehr geöffnet, sondern nur wirklich die 2 hier vorne. Okay, klar. Also nur Quatsch drinne. Erstmal. Weil da ist ja noch ein anderer Raum. Oder auch gar kein Blitzrad einsetzen. So, was haben wir hier drin? Nix. Okay, dann gehe ich auch hier wieder raus. Ich hoffe, die Sahagins. Oder wie die hießen. Ja, Sahagin. Die droppen hoffentlich immer einen Schlüssel. Take that.
Ja, die droppen immer einen Schlüssel. Da muss ich einfach nur gegen die kämpfen, wenn mir mal ein Schlüssel fehlt. Aber anscheinend habe ich ja erstmal genug. Weil ich weiß auch nicht, wie viele Särge hier so rumlungern. Um ehrlich zu sein. Ein Talisman habe ich schon. Der schützt vor Gift oder so ein Quatsch. Oder Fluch kann auch sein. Würde sogar noch besser passen. Passen. Gut. Bin ganz schön stark geworden, ne? Vielleicht, weil ich auch ein bisschen Glück habe, dass ich außerhalb von Mission auch Level steige. Da schläft jemand drin. Vermutlich lasse ich ihn besser in Ruhe. Das ist nicht komisch, finde, dass hier überall Särge und sowas rumliegen. War das jetzt die Interaktion mit Vincent oder was? War das Vincent? Und das war alles? Das fände ich relativ schade, wenn das wirklich alles gewesen ist. Ich versuche immer von hinten zu treffen. Okay, gut. Er labert zwar, dass er nur nicht die Schneide benutzt von seinem Schwert, sondern nur den Schwertrücken, aber davon sehe ich nichts. Ein Wesen, das noch lebend, aber ohne Bewusstsein aus einer 2000 Jahre alten Gesteinsschicht geboren wurde. Professor Gast taufte es auf den Namen Genova. Datum XXXX, Genova als Angehörige des alten Volkes identifiziert. Genova-Projekt genehmigt. Betriebserlaubnis für Marco Reaktor 1 erteilt. Der Name meiner Mutter ist Genova, genau wie die, der dieses Projekt ist. Und das ein Zufall ist. Professor Gast, warum haben Sie mir nie etwas gesagt? Und sind Sie gestorben? Ja, das sind ganz wichtige Fragen, aber warte mal. Ich habe eine Truhe gesehen. Spiel, willst du mich verarschen? Oder war das in einem anderen Raum? War, glaube ich, in einem anderen Raum hier. Genau hier. Oh Gott, ich weiß, glaube ich, was das hier ist. Und Elixier. Ich habe jetzt nämlich mit Sephiroth geredet. Ist ein bisschen schade. Mit jedem Tag anzog Sephiroth die völlig in der Shinra wieder zurück. Ich glaube, das Spiel dachte, ich gehe zurück. Also Kack. Wie ein Besessener arbeitete er sich durch alle Schriften und Dokumente. Die gesamten Killergewölbe erloschen nie. Und am siebten Tag ich gehe mal schlafen, ne? Nee, was ist hier los? Ich meine, ich weiß, was hier los ist. Aber was ist hier los? Feuerring. Zufällig kriegen wir ein Feuerring und alles brennt. Feuerring für Besiegtangriff und einige Techniken mit dem Element Hitze. Wieso ist das... Also, wie sieht es aus wie das Buster Sword? Den will ich gar nicht haben. Das war das. Was war das nochmal? Shit, was? War das die Manschette? Nein. Schütz vor Stumm, ne? Das war nicht das Silberarmband. Aber Schütz vor Stumm. War es doch das Silberarmband? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da, ne, das war das Mist hier. Einfach nur vor Stummschützen ist ja dumm. Sephiroth! Lass ihn da einfach liegen, oder was? Ich meine, das ist immerhin Cloud. Okay, ich wusste nicht, dass er da um die Ecke steht. Zeit der Reunion.
Reunion oder Reunion? Ich glaube, im Deutschen, also im Final Fantasy VII Remake haben sie es Reunion genannt. Reunion. Ich muss mir das nur ein bisschen einprägen, dass das nicht Reunion zu nennen. Reunion. Ist so ein komisches Wort. Die Zeit der Reunion ist gekommen. Natürlich musst du diese Szene machen. Ja, ich krieg keine coole Cutscene, wenn ich durch das Feuer latsche. Wie grausam. Das ist bloß in dich gefahren, Sephiroth. Okay, das sind andere Monster. Wirbelattacke. Was bist du? Ein Nadelkuss sind die Vögel, glaube ich. Ich will die Vögel auch weghaben, Todesklaue. Weil der ist ein bisschen aufdringlicher, wie es scheint. Ich hab's, glaube ich, ein bisschen falsch in Erinnerung. Ich dachte, wir müssten zur Villa gehen, aber wir gehen ja gerade eher in den Reaktor. Ah ja, wir gehen in den Reaktor, stimmt doch. Ist schon alles richtig. Ich schau nochmal, wie viel AP ich habe. Auch die ganzen Kinder und so sind tot. Wir waren ja ganz schön viele Kinder in dem Dorf. Mittelheim. Huch, ich wollte das nicht, aber ich habe das aus Versehen schon eingesetzt gehabt. Komm, sterb. Ich habe gerade keine Zeit für die Mail, aber ich mach's trotzdem, weil ich wissen will, wer mir geschrieben hat. Wo steckst du? Zack, wo steckst du nur? Sephiroth hat das ganze Dorf in Brand gesteckt. Tifa und ihr Vater sind los, um ihn zu stellen. Aber sie sind ihm nicht gewachsen. Du musst sie unbedingt aufhalten. Tifas Vater. Man weiß ja schon, was passiert, wenn man Final Fantasy VII gespielt hat, was ich ja gespielt habe. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das überhaupt spiele. Würde mich Final Fantasy VII nicht interessieren, würde ich hier, lass das mal, auch gar nicht erst spielen wollen, um ehrlich zu sein. Also, was bringt das ein, das ist hier die Vorgeschichte von Final Fantasy VII. Und ganz ehrlich, wer sagt, ja, ich spiele Crisis Core wegen dem geilen Gameplay, glaube ich irgendwie aus einem Grund nicht so. Nicht, dass das Gameplay komplett schlecht ist. Ist eigentlich ganz nett, weil dieses sehr durch die Slot-Maschinen, wie ich die nenne, also wegen der DBW, den DBW-Dingens da, finde ich das doch alles sehr random und irgendwie das. Ich meine. Ich will ja nicht meckern, weil die DBW tatsächlich oft mir den Arsch gerettet hat. Ich wäre oft verreckt, wenn, ja, nämlich so eine Phasenmodulation nicht gekommen wäre. Ich meine, jetzt brauche ich die gerade nicht, aber sehr oft hat es mir den Arsch gerettet. Aber zum Beispiel einfach die Tatsache, bitte dreimal die 7, dass zum Beispiel das Leveln abhängig ist, dass du dreimal die 7 bekommst, ist einfach mega dumm. Kannst du zucken, kannst du dir dann schon. Okay, Sanzizuken ist auch so ein Instant-Death-Dingens. Deswegen dürfen wir das beim Boss, bei einem Boss eigentlich gar nicht haben wollen. Weil Bosse nicht Instant-Death, also Instant sterben können. Komm, heil mich ruhig, Aerith. Weil über das TP-Maximum finde ich immer nett, ein bisschen mehr zu haben. Ich habe zwar gerade genug. Ah, du Mist. Irgendwie über fast 6000 habe ich an TP. Aber wie gesagt, immer ein bisschen mehr haben ist immer nett. Gehen wir mal speichern da hinten. Auch wenn es ja wahrscheinlich heißt, dass es mehr Gegner kommen. Ich brauche auf jeden Fall Blitzgar und kein Blitz oder Blitzra. Wir haben gerade Blitz bekommen. Die Mission geht aber ganz schön lang im Gegensatz zur letzten. Also
Kapitel, besser gesagt. Das letzte war ein bisschen kürzer. Ein bisschen weniger Kampf. Obwohl, ich bin ja auch eine Weile rumgelaufen und habe einfach nichts gemacht. Beziehungsweise gekämpft, obwohl ich das nicht hätte machen müssen. Ah, ist das hier selbst noch ein eigenes Level oder wie? Das sieht so ein bisschen aus. Da liegt tiefer in der Gegend rum. Hast du etwas durch zugerichtet? Ich hasse Shinra und Soldat. Und ich hasse euch alle. Armer Zack. Er kann doch nichts dafür. Ein emotionaler Schub hat die DBW verstärkt. Mother. Let's take back the planet together. I had an epiphany. Let's go to the promised land. Mother. Sephiroth! Why did you kill the townspeople? Why did you hurt Tifa? Answer me, Sephiroth! Mother, they're here again. You should have ruled this planet. You were stronger, smarter. But then they came, those inferior dullards. They came and took this planet away from you. But don't be sad, Mother. I am with you now. We meet at last, Mother. Sephiroth, have you completely lost your mind? Sephiroth, I trusted you! Ich mochte dich, guter Sephiroth. Sephiroth meine ich natürlich. Immer auf. Ausweichen. Oh Gott. Kann ich den Kampf überhaupt gewinnen? Das ist eine gute Frage, ne? Oh Gott. Nein, nein. Lass das mal. Lang draufhauen, ich in den Rücken schlagen kann. Oh ne. Ich setz mal Regina ein. Jetzt könnte ich die DBW ja gut gebrauchen, ne? Ich heil mich mal. Scheiße, Abstreich. Das hat mich getötet. Oder auch nicht.
ich wähle die ganze Zeit was Falsches aus. Weg hier. Ich weiß nicht, was ich die ganze Zeit ausgewählt habe, aber das war keine Potion. Weg hier. Oh Gott, was ist das hier? Ich denke mal, das sind die vier Elemente. Wenn ich auf das Gelbe mit Blitz gehe, dann mache ich den Schaden wahrscheinlich. Ich kann, glaube ich, nur von Sephiroth ablenken, die Dinger. Deswegen lasse ich die erstmal. Aber ich kann auch eine Wirbelattacke machen. Um die so ein bisschen wegzumachen, die Dinger. Okay, ich heile nicht gerade. Der Gegner ist immer noch da. Hier weiter auf Sephiroth und nicht auf die Dinger. Also hauptsächlich auf Sephiroth. Und nicht auf die Scheiße. Die Dinger. Mann. Die lenken aber auch nur ab, ne? Ich versuche nämlich Sephiroth anzuvisieren, aber das geht ein bisschen schlecht. Der Gegner ist immer noch da, deswegen machen wir erstmal weiter. Okay, jetzt kann ich schon mal angreifen. Oh Gott, oh Gott. Kann ich mal kurz. Ich weiß, dass ich mit L direkt zu den Heil-Items kommen, aber ich bin ein bisschen doof. Der Gegner. Ach, Schreich bin ich nicht so nett. Ich habe aber auch gerade Regina angemacht. Bitte nicht zu viel. Okay. Ich glaube, das ist genauso, sogar ein bisschen weniger als eben. Nee, das finde ich jetzt nicht so nett. Deswegen, oh Gott, ich weiß nicht, was du... Okay. Wenn er sich teleportiert, kann ich mich direkt angreifen. Wahrscheinlich soll das so ein bisschen symbolisieren, dass Zack ein bisschen verwirrt ist. Ich muss weiterhin Magie einsetzen, weil der immer noch die Barriere hat und die ist nicht gut für meine normalen Attacken. Herzloser Engel, bin ich jetzt nicht so prickelnd, was auch immer. Oh Gott. Querzug. Okay, da war ich weit weg genug. Vielleicht ist er jetzt sein scheiß Ding ins Bett. Ja, ist es. Aber wir haben ihn sowieso in Anführungsstrichen besiegt. No. You're not the Sephiroth I once knew. I am the chosen one. I have been chosen to rule this planet. Der Kampf ist verloren, wenn Zack bis in den Abgrund gedrängt wird. Okay. Ja, lass das mal.
Okay, dreimal Sephiroth bitte gegen Sephiroth. Können wir die sieben? Ah, oder auch nicht. Ist, glaube ich, nur ein Kampf auf Zeit, ne? Dann muss ich den tatsächlich gewinnen. Oh Gott, das... Ah ja, das kann man nicht ausweichen, stimmt. Ich wollte das ausweichen, aber das geht ja gar nicht. Aber ich hätte... Ich weiß gar nicht, ob man sowas abwehren kann. Kacke, ich hab nicht geguckt, was er da macht. Kacke. Das kann man, glaube ich, nicht so richtig abwehren. Regina, habe ich noch? Ja. Deswegen würde ich erstmal gerne weitermachen wollen. Scheiße. Komm, Genesis, ich brauche dich. Haben wir die 1, okay, Schufa-Anstieg für Blitzra. Apokalypse finde ich gut. Show me the true power of Soldier. Mind your own business. Weil Apokalypse macht, glaube ich, sehr viel Schaden. Aber nicht genug? Nein, nicht genug. Habe ich noch Regina? Ja, komm, dann machen wir weiter. Komm, dreimal Cloud. Okay, kein Aufstieg, aber egal. Meteor-Show Stufe 3. Bin ich schon gut genug. Oh, kacke, ich wollte das verteidigen. Weiter draufhauen. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Lass das mal. Oh Gott. Also ein bisschen Angst. Ah!
How dare you? Cloud, finish Sephiroth. Off. No. Impossible. Cloud, you did it. This one here, intriguing, most intriguing. He'll make a fine test subject. Meine Güte. Meine Güte. Das war auch mehr ein Film gerade als alles andere. Das war ganz schön lang. Aber ja, so war das. Cloud hat Sephiroth getötet. Und Tojo hat jetzt sowohl Zack als auch Cloud einkassiert. Und, ich habe tatsächlich, ich bin kein Final Fantasy 7 Experte. Und ich habe eben nochmal in einen Let's Play reingeguckt von Final Fantasy 7, aus Versehen einfach. Also was heißt aus Versehen? Aber ich habe da tatsächlich eine Szene gesehen, die ich gar nicht kenne aus Final Fantasy 7. Also die gibt's in Final Fantasy 7, die habe ich aber nie gesehen. Nämlich das, was, also ein Teil von dem, was jetzt passiert. Ich will es nicht spoilern, aber es die Szene, die habe ich nie gesehen in Final Fantasy 7, auch nicht in dem Let's Play. Wo Final Fantasy 7, wie gesagt, ich kenne die nicht. Deswegen, also ich kenne sie, aber ich habe sie nicht gesehen, als ich gespielt habe. Weiß, was passiert. Nämlich, wir sehen es jetzt gleich, also gleich ist gut, aber wir werden es jetzt so sehen. Wann, weiß ich noch nicht, aber es hat aber mit Zack und Cloud zu tun. Und Hojo, die Ratte. Okay, dann wollen wir mal weiter.